So, ihr kleinen Räuber, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Drakensang. Und wir sind jetzt in der Blutberger Ruine, beziehungsweise auf dieser Festung, wo wir jetzt Ewigkeiten davor standen und die reingekommen sind. Und ja. Stürmen! Nee, keine Ahnung. Also wir sind jetzt hier, wie gesagt, in dieser. Ja, ist ja gut. Ja, genau, so sehe ich es nämlich auch. Ja, die. Ja, siehst du, 3 gegen 1. So, wollen wir mal gucken, was sich hier unten in dieser Festung befindet. Warum wir denn so vorsichtig sein sollten. Ja, ist nämlich nichts, so wie ich das sehe. Huch, eine Sequenz. Aha, okay. Ja. Hallo. Keine Ahnung, was sie da anbeten. Auf jeden Fall beten sind. Was ist da? Aha! Eine Kurbel. Und eine Tür. Boah, kann man einfach vorbeistiefeln. Und die Holztür öffnen. Hallo? Hallo? Da ist ja jemand. Ach so, die pennen. Boah. Dann wollen wir sie mal überraschen hier. Ich versuche mein Bestes. Schlacht sie mal zusammen. Alle mal hergehört. Schlägst. Ach, obwohl, da kann man auch das mal nehmen. Den anderen da. Komm ich da ran? Da komm ich ran. Zack. Und jetzt hauen wir weg. Achso, jetzt sind sie auf einmal wieder wach. Ist klar, ne? Ist klar. In Sekundenschnelle. Ah, da kommen noch die anderen. Das wusste ich. Okay. Ja, ist ja nicht schlimm. Das sind ja wirklich keine Gegner für uns. Also. Die sind ja wirklich, naja. Schnell zu töten. So, gehe ich jetzt gar nicht da hinten. Da, so. So, na dann, viel Spaß. Oh, jetzt tu mal nicht so, als ob das geschmerzt hätte. So, mach den mal alle hier. Komm, schieß und triff. Na, geht doch. So, ja, die fallen hier wie die Fliegen, glaube ich. Ja, krieg ich auch noch irgendwelche gelben Fenster hier in den Blick ins Auge geworfen. Und da haben wir just Schlüssel. Oder Jost. Oder wie auch immer. Ach komm, jetzt mach den mal Platz hier. Wer ist Jost? Bestimmt irgendjemand, den man befreien kann, wenn das ein Schlüssel ist. So, dann kommt mal her hier. Ja, mit einem Scheiß, den ihr so dabei habt. Das ist wunderbar. Alles zum Verkaufen. Tagebuch Panzukolos. Ja, genau. Von wem sonst? So, bei dem nehmen wir was mit. Perfekt. So. War das alle? Nein. Dich haben wir noch. Und dich haben wir noch. Na, da hinten ist der. Aha. So, Vorgrim machen. Genau, das habe ich vor, wenn ich hier durchkomme. So, du öffnest mir nämlich mal die Truhe. Zack. Das wird wahrscheinlich nicht der Schlüssel öffnen können hier. Perfekt. So, was ist drin? Weiß. Dafür habe ich jetzt Dietrich verschwendet. Traurig. Naja gut, was soll's. Jetzt gehen wir erstmal darüber. Da war nämlich auch noch eine Truhe. Und vor allem diese Kurbel, die wir betätigen müssen, um irgendwas zu öffnen. Lasst uns diesen heidnischen Götzendienst beenden. Die sind schon tot. Oh, kein Stress. Meine Güte. Die ist zu. Vorgrim. Hier, nimm den Schaden und mach auf. Achso. Ja, oder entschärft die Falle. Mir auch egal, mach auf jeden Fall irgendwie die Truhe auf. Sehr schön. Ohne Dietrich klappt das sogar. Perfekt. Was? Also, nein! Warte mal. Ist alles abgelegt? Nee, okay. Was ist das denn? Warum ist denn da nichts drin? Wer macht denn diese Truhen leer, voll, zu? Was auch immer, das macht doch gar keinen Sinn. Oh Mann. Ja gut, ist jetzt kein Dietrich verschwinden. Oh, was? Ah, siehst du, 3 Pfeile. Ist das noch was? Ja. Nimm das auch mal mit. Aha. Ist sogar mehr drin als in der großen Truhe, die wir vorhin geöffnet haben. Beziehungsweise wertvolleres. Aha, noch eine Truhe. Mit nichts drin wahrscheinlich. Belmard, ah, schick. Siehst du, selbst in dem Fass ist mehr drin als in dieser verdammten Truhe. Ah, das war ja zu erwarten. Ah, betätige mal die Seilwinde, die Kurbel, was auch immer. Hä? Was war das denn? Ach. Was auch immer. So, nochmal 2 Pfeile. Und. Hier war noch irgendwas zum. Hab ich nicht gerade eben noch? Okay, dann nicht. So, öffne die Truhe nochmal.
Hatte ich nicht mal Dietriche? Achso, oh, fuck. Stimmt. Zack. Na, erstmal die Fallen entschärfen, was? Wenn's klappt. Ah, super. Und jetzt machst du die Tür auf. Bitte. Freund, schön. Ja. Und was ist drin? Oh Mann, das kann doch nicht wahr sein. Dafür gibt man sich so ohne Mühe. Dafür braucht man seine schönen Dietriche für den Müll, der da drin steckt. Oh Mann. Ah, manchmal. So, wenigstens hier was ordentliches. Oh, das kann nicht wahr sein. Ich öffne das nicht. Mein Gott, ich will jetzt aber nicht schon wieder den Dietrich verbrauchen, Freundchen. So, na komm. Regeneriere dich. 1 Sekunde. So, okay, perfekt. Mach auf. Jetzt. Aber wirklich. Es geht doch. In Ordnung. Oh, was? Die sind fies. Warum ist da nicht drin? Was soll der Müll? Huch. Oh ja. Ja, blöder Stuhl. Ey, das ist doch nicht euer Ernst hier. Da ist einfach mal nichts drin. Das ist unfair. Man braucht seinen guten Dietrich für den Müll und dann ist da nichts drin. Das ist Abzocke. So, ist hier wenigstens noch irgendwas Besonderes? Ein Fass oder noch ein Fass? Oder gar kein Fass? Achso. Das haben wir jetzt geöffnet, oder? Ja, ich glaube schon. Gut. Aber was haben wir jetzt hier? Einen roten Punkt. Aha. So, jetzt können wir das auswählen. Links oder rechts? Wir gehen jetzt mal da lang. Weil mir gerade danach ist, da lang zu gehen. Da ist nämlich noch ein Fässchen. So. Aha, aha, aha. Perfekt. Oh. Ja, das hat's gelohnt. Muss schon sagen, dass, ja. Oder auch nicht. Okay, was haben wir jetzt hier vorne? Mach auf. Hallöchen. Niemand da. Hallo? Hallo? Oh. Ja, doch, hier sind ein paar. Huch. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Trottel. Auf einem Haufen. Wunderbar. So, du hast den da nieder. Du hast den da nieder. Huch. Schieß den da nieder. Und wir haben gleich eine Falle entdeckt. Geht dir gut los hier. Noch keiner tot. Also, die haben aber alle irgendwie schon mal Schaden genommen hier. Oh, außer einen da. Zack, ist der nächste weg. So, bleiben wir nur noch zwei Deppen. Sehr schön. Das läuft ja wie geschmiert. Ja, hier, mach mal mit, ne? Meine Güte. Da steht einfach so rum. Na, kommt schon. Die 5 Dinger da. Dankeschön. So, perfekt. Ja, nehme ich alles mit. Wir haben so viele schöne Verbände, da müssen wir eigentlich, denke ich mal, bald keine kaufen. Also für die nächsten Sachen, wo wir hin sollen. Da haben wir jetzt erstmal... Hallo? Das Fest vor allem, das Fass kann ich auch eindeutig zertrümmern. Warum kann ich es nicht zertrümmern? Ah, unfair. Das ist eindeutig so ein Zertrümmerfass. Mann. Das hier kann ich wenigstens, naja. Bestimmt ein Bug. Messer. Aha, da ist noch eins. Ja, warte, Vorkrim kann sich dann schon mal auf die... Arbeit legen. Arbeit legen, voll. Arbeit machen. An die Arbeit machen, dass die Truhe dazu öffnen. Genau. So, jetzt habe ich zusammen. Gib mir. Aha, eine Bärenfalle. Super. Teuer. Ich versuche mein Bestes. Normalerweise. Für uns ist es nicht so teuer. Noch eine, geil. Schick. So. Hast du geöffnet? Ah ja, perfekt. Natürlich. Naja. 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 War jetzt nicht so optimal. Die Ausbeute. Jo. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Warum haben wir so ein Pech? Das ist ja... Weißt du, gib mir so eine Mühe wegen der verfluchten Truhen, ja? Und dann ist da nichts drin. Oder nur so Fellfetzen. Komm, da müssen 10 Millionen Dukaten rumliegen. Huch. Oh. Da war wohl eine Falle. Nicht einfach mal... Und da war noch eine Falle. Man kann die mal nicht jemand entdecken? Ja. Mach mal die Glotzen-Ophia. Ich meine, ich sehe es zwar sowieso nicht, aber... Aha. Guck mal. Ein einzelner Idiot. Tja, mein Freund, das war ein großer Fehler, hier lang zu gehen. Na jo, selbst dran schuld. Oh, ja stimmt, wir müssen ja mal wieder ihn steuern. Mal kurz warten. Nicht, dass wir noch eine Falle entdecken können. Nein, wieso? Aha. Ah, hinter uns, okay. So, jetzt drücken wir mal... Das Fass, wie ich sie trümmern kann. Gut. Naja. Na, mach kaputt. So, 3 Heller. Kann ich hier durch? Juhu.
Wollen wir das schon durch? Ja, komm, wir gehen einfach mal. Das kann ja nicht schaden. Wow. So viel zum Thema, das kann nicht schaden. Das hat ziemlich geschadet. Aua. Mach dich mal wieder in Ordnung. Flick dich mal zusammen. Wo ist der Rest hier? Komm mal zusammen. Hallo? Nicht einfach rum. Hallo? Oh, Pause. Ah, okay. Verstehe. Da siehst du, die hätten mal schön durch die Falle rennen können hier. Hier, macht mal mit. Ah ja, perfekt. Lass das mal Vorgrim machen. Alle mal hergehört. Zum Angriff. Boom. Ich versuche mein Bestes. Bäh, ich sehe nichts. Ah, boah, ich sehe nichts. Das ist ja. Ja, hier. Komisch. Oh, da habe ich irgendwas im Blick. Was ich sehen möchte. So, der nächste tot. Jetzt machst du den noch platt. Zack. Und weg ist er. Und nur noch den da. Und dann kannst du auch nochmal das machen. Oh, das ist ja nervig. So, das war's. Perfekt. So, mal wieder einsammeln, was wir so dabei haben. Ein Kultist und euch werde das erwartet. Wie viel Platz habe ich denn eigentlich noch? Inventar. Ah, das nenne ich Timing. So, das nehmen wir alles mit. Wir müssen das irgendwann mal sortieren, aber jetzt nicht. Oh, warte, da ist noch einer. Nein. So, dem sein Inventar schon voll. Oh, oh. Es wird eng, Leute. Es wird eng. Warte mal, wenn das Inventar voll ist. Nee, achso, ist nur so voll. Alles klar. Wie ist bei Vorgrim? Ist auch nur so voll. Okay, das heißt, wir müssen mal irgendwie... Kann man irgendwas decken? Kann man mal gucken. Nee, kann man nicht. Wie Platz hast du? Ah, sie hat noch massig Platz. Da können wir mal die ganzen Kultistendolche ihr rüberschmeißen. Ja, nimm das mal mit. Achso, halt. Da. Hier, du kannst schon mal das mitnehmen, Vorgrim. Ich glaube, der hat nämlich noch... Ups. Da war noch eine Übertragung am Laufen. Gar nicht mehr mitbekommen. So, mal gucken, wie viel sie noch Platz hat. Irgendwann wird hier die Nachricht kommen. Ich kann nicht mehr. Ach, da ist noch genug Platz, glaube ich. Ja, da kann noch einiges. Ja, darfst alles mitnehmen. Darfst du alles darfst du über den ganzen Scheiß hier verfügen. Sei doch froh. So, sie kriegt nochmal Pfeile. Sie hat noch Kultisten durch. Ich kann alles mal zur Rulana hinüber. Das kannst du nochmal mitnehmen. Ganzen Wurfdolche. Okay, jetzt ist auch ihr Inventar endlich voll. Bald nicht mehr. So, das nimmst du noch. Ich versuche mein Bestes. Boah. Warum kann man die denn nicht aufeinander werfen? Wurfdolch, 21. Ein Meter. Hä? Ist genau das gleiche. Ah, am Arsch. So. Sie hat noch genau einen Inventarplatz frei. Wunderbar. Und jetzt haben wir noch genug. Okay. So, haben wir das Ganze mal geordnet. Ein bisschen Ordnung ins Spiel bringen. Noch so viele Fallen. Wuch! Ach, renn da nicht mitten rein, Mensch! Meine Güte. Du bist selbst an Schuld, ne? Ja. Schreibe aber nicht so rum. Wer in die Falle rennt, muss damit leben. So, nochmal 5 Verbände. Ach, davon haben wir jetzt massig Geld. Davon könnten wir auch mal ein bisschen mehr haben. Haben wir kaum 100 Dukaten oder so. Egal. Was? Ach, die blöden Fässer, die man nicht zerstören kann. Aha. Na, gib schon. So, Vorgrim. Mach dich mal ran hier. Weh, da ist nichts Besonderes drin. Also, nichts Gutes, sagen wir mal. Sehr gut. Na, oh, das kann doch nicht wahr sein. Gibt man sich echt so eine Mühe. So eine Mühe. Wegen nichts. Wegen dem Müll, der da drin rumfliegt. Meine 3 Silbertaler sind jetzt auch nicht so schlecht, aber... Haben auch schon mal mehr gesehen von. Hallo? Oh, ja? Ist da etwa jemand? Ja, ich. Ich bin ein Magier, holt mich hier raus. Noch ein Magier, na klar. Wer seid ihr denn überhaupt? Nein, das ist unwichtig. Wieso hat man euch denn hier eingesperrt? Habt ihr eine Krankheit oder seid ihr vielleicht einer der irren Kultisten? Nein. Woher weiß ich, dass ich euch trauen kann? Mal so rumgefragt. Was weiß denn ich? Woher weiß ich denn, dass ich euch trauen kann? Vielleicht seid ihr auch einer dieser Drachenkultisten. Immerhin bin ich hier in Sicherheit. Eines Nachts wollten sie mich im Namen Umbrakor Adokoronis holen. Doch auch sie haben die verdammte Tür nicht aufbekommen. Wie auch immer. Wir werden uns wohl einfach gegenseitig vertrauen müssen. Wieso hatte ich denn... Ja. Gibt Seite, ich werde... Nein, wieso aufbrechen? Ich hab doch Schlüssel. Vergesst es. Da hilft keine Gewalt. Keine Fasara-Besteck. Nicht einmal Foromen Faromino.
Oder Pharao. Ach, mir so wurscht. Und ich habe es wirklich versucht. Ihr könntet wahrscheinlich den Berg abtragen und diese Tür würde immer noch stehen. Wer auch immer diese Burg gebaut hat, wollte wohl einen Raum haben, in dem man unter gar keinen Umständen...